Der Hügel der sieben Wälder. Der Kommandant erzählt uns, wie die Opfer immer wieder zurückgeschlagen haben. Aus Märtyrern waren Kämpfer geworden. Auf dem Berg Zuch abgehärtete Männer, die mit ihren Kräften haushalten. Echte Soldaten sind sie nun, Helden, aber keine Rambos. Mit Wut im Bauch und doch besonnen. Das Gegenteil von den Krakelern auf dem Hügel gegenüber. Und dann das bewegende Bild des Präsidenten bei den Soldaten. Ich höre ihn noch sagen, dass der Krieg über ihn hereingebrochen sei wie ein böses Schicksal. Anders als de Gaulle, der Berufssoldat, sei er nicht für den Krieg gemacht. Doch die Geschichte lässt einem nicht immer die Wahl. Und wer gefordert ist, sollte sich seinem Auftrag nicht entziehen. Mostar. Hier geht die Aggression von den Kroaten aus. Und die ganze Stadt leistet Widerstand, wie Pasalic berichtet. Uspostavili smo liniju, napravili barikade i upotrebili sve moguće što smo imali. Od lovačkih pušaka, automatskih pušaka, do primitivno izrađenih eksplozivnih naprava. Mi smo kasnije razvili čitav sistem radionica gdje radimo male gromove, takozvane male mine za koje se ispaljuju sa pušaka, sa dodatnih ostalih uređaja. Mi smo razvili čitav sistem rovova, tranšeja, koristili smo kanalizaciju. Oni nama u toku noći spuste u kanalizacioni cijevi eksploziv, mi ga izvadimo i upotrebimo protiv njih. Znači, cjelokupno je stanovništvo u borbi protiv tog agresora. Enfin, dans toute la Bosnie. Ganz Bosnien entfaltet an beiden Fronten enorme Anstrengungen. Eine regelrechte Industrie, um die alte Barfußarmee auszustatten. Ihr gebt uns keine Waffen? Dann bewaffnen wir uns selbst. Sie recyceln Granaten, nutzen leere Kartuschen, gefüllt mit Schießpulver, eine Munitionsfabrik in Konitsch, bis hin zu diesem gepanzerten Zug, der besten Kriegsbeute überhaupt, wie sie sagten. Kurzum, Bosnien hält Stand. In Olovo den Serben, in Varisch den Kroaten. Es ist wie ein heimliches Valmy. Doch auch das will der Westen lange nicht wahrhaben. Und als er es erkennt, ist das für ihn das Letzte. Pikiert postulieren die Norpois, diese fanatischen Bosnier mit ihrem bis zum bitteren Ende muss man zur Teilung des Landes zwingen. Zum Beispiel, indem man ihnen mit einem Abzug der Blauhelme droht. Es ist Herbst 1993, kurz vor Winterbeginn. Der Westen lässt wissen, seine Geduld habe Grenzen. Bosnien müsse nachgeben und unterzeichnen. La Bosnie doit céder, la Bosnie doit signer. Es ist auch in etwa die Zeit, in der dieser Film in unseren Köpfen Gestalt annimmt. Es formt sich das Bild eines Volkes, das gegen den Faschismus kämpft und ihn zurückdrängt, das davon träumt, ihn zu besiegen. Uns scheint das nachvollziehbar. Wir sprechen erst mit Einfachen, dann mit Stabsoffizieren und sagen ihnen, dass wir das Bild vom bosnischen Opferlamm korrigieren wollen. Daraufhin bieten sie uns an, sie zu begleiten, zu einzelnen Verbänden der bosnischen Armee. Wir drehen in Stup, einem östlichen Vorort der Stadt mit zerstörten Häusern und verlassenen Obstgärten. Das ist das Hauptquartier. Es riecht nach Tabak, Pflaumenschnaps und feuchter Kleidung. Die Männer harren der Dinge, besonnen und wissen, dass sie das Bollwerk der Stadt sind. Sie kämpfen gegen den Schlaf an, so wie der Chef der Einheit, der bevor er seine Wache antritt, immer ein paar Seiten in Krieg und Frieden liest. Ce qui est important ici,
Man muss wissen, dass hier in Stup das Gelände flach ist und eine offene Flanke darstellt. Nur von hier könnte ein überraschender Panzerangriff auf die Stadt erfolgen. Die Panzer sind da, sie stehen kaum 100 Meter entfernt und beschießen sporadisch die durchlöcherten Fassaden im Niemandsland. Von großer Bedeutung ist hier das System der im schweren Boden ausgehobenen Schützengräben. Sie sind zahlreicher und tiefer als oben auf den Hügeln. Ein Netz von Gräben, das sich über das ganze Gebiet erstreckt und die Panzer abwehrt. Wie wurde man die berüchtigten Übeltäter in Sarajevo los? Cello, am Vortag des letzten Feuergefechts verfehlt eine Kugel sein Herz nur um wenige Millimeter. Izetbegovic, der ihn in kommunistischen Zeiten im Gefängnis kennengelernt hatte, gewährt ihm freies Geleit nach Rom, wo er sich schnell erholt. Juka, er flieht und wird später offenbar in der Nähe von Lüttich exekutiert. Zazzo, der legendärste von allen. Ein französischer Blauhelmsoldat, Philippe Tanguy, schildert seine Festnahme. Évidemment, c'était tellement logique. Il est allé jusqu'au bout et il leur a dit, vous avez vu, vous êtes venus, vous êtes 150, vous êtes 200 et moi je suis seul face à vous. La légende va s'amplifier. Alors pour certains, on s'est débarrassé d'un monstre. Pour d'autres, c'est un résistant, c'est un héros qui a disparu. Il y a deux thèses à Sarajevo sur cette affaire. In Sarajevo gibt es dazu zwei Sichtweisen. Die einen sagen, die Regierung habe mit der Beseitigung dieser Gangster die ersten Aufständischen geopfert. Während die anderen finden, dass es höchste Zeit war, der Armee Disziplin aufzuerlegen und Straftäter zur Verantwortung zu ziehen. Irgendwann kommt der Moment, wo härteres Durchgreifen den Überschwang und die etwas wirre Romantik der Anfangszeit verdrängt. Jaczajmo, naszą armię. So viel steht jedenfalls fest. Die Bosnier wollten diesen Krieg nicht. Sie lieben ihn nicht. Ich bin nicht einmal sicher, dass sie diese für ihren Geschmack etwas martialischen Szenen mögen. Aber wir zeigen sie, weil sie mit zu dem Bild gehören, das diese Armee von sich geben will. Und weil dieser Film eine Hommage sein will an das aufrechte Bosnien. Diesen Männern, die so kühn sind zu glauben, dass sie trotz verlorener Schlachten den Krieg noch gewinnen können, soll dieser Film gewidmet sein. Armia BH. Auf einmal werden die Staatskanzleien noch raffinierter. Jetzt, wo sich ein neues Gleichgewicht der Kräfte abzeichnet, kommen sie mit dem uralten Dreh, so alt wie aller Defätismus, dass das Hinterland Frieden wolle um jeden Preis. Die arme Zivilbevölkerung als Faustpfand dieser Regierungschefs. Zeugen gesucht. Die Krankenhäuser, die tapferen Kinder, diese Männer, die von Schmerzen benommen das Schreien verlernen. Dieser Mann, der uns zur Schule von Ali Pacino Polje führt, deren Beschuss an einem Novembermorgen